weil es sehr lokal ist, sehr individuell und ganz spezifisch auf Bedürfnisse eingeht, aber auf der anderen Seite einfach diese Vielfältigkeit dann in Summe gar nicht so präsent ist und so dargestellt wird. Und deswegen ja auch das Jahr der Jugendarbeit, wo wir jetzt wirklich Monat für Monat Projekte vor den Vorhang holen wollen und immer wieder darauf hinweisen wollen, welchen Wert Jugendarbeit eigentlich beinhaltet. Und dazu eben ein paar Zahlen. Die verbandliche Jugendarbeit beinhaltet 1,6 Millionen Jugendliche, die sich daran beteiligen. 1,6 Millionen Menschen, die hier in der verbandlichen Jugendarbeit profitieren. Das ist doch eine enorme Zahl. Darüber hinaus 160.000 Ehrenamtliche. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir sind heute in unserer Einladung gefolgt zu einer Pressekonferenz. Ich freue mich sehr, die Frau Bundesministerin begrüßen zu dürfen in der Steiermark. Es wird dann noch ein Stück mehr aus diesem Besuch hier bei der Pressekonferenz, nämlich was bei mir betrifft. Ja, es geht um die Jugend. Ja. Wir befinden uns nämlich im Jahr der Jugendarbeit und ich darf als Landesrätin für unter anderem die Jugendagenten, die alle sehr herzlich begrüßen und zu den gemeinsamen Themen hinleiten. Es geht um die außerschulische Jugendarbeit, die im Kontext von Familie, Schule, Bildung, Ausbildung und Kinder- und Jugendhilfe, das mehr im Sozialbereich angesiedelt ist, eine absolut wichtige Säule in unserem Handeln spielt. Weil Jugendliche mit dieser Form der Inhalte einfach eine besondere Unterstützung bekommen, eine Stärkung, eine Begleitung, eine Orientierung in ihrem jeweiligen, in ihrer jeweiligen Lebensphase, aber dann hin für das, was sie für das künftige kommende Leben auch brauchen. Das Jahr 2016 wird für alle Akteure und Akteurinnen im Jugendbereich ein besonderes Jahr werden, weil zusammen mit dem Ministerium, der Bundesministerin und allen Jugendreferentinnen und Referenten der Bundesländer dieses Jahr eben zum Jahr der Jugendarbeit ausgerufen worden ist. Und ich freue mich wirklich, dieses Jahr hier in der Steiermark der Öffentlichkeit vorstellen zu können, es hier zu eröffnen. Und ich darf dir, Frau Ministerin, das Wort übergeben, um aus der Bundessicht deine Ausführungen darzulegen. Dankeschön. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank auch Frau Landesrätin Ursula. Ich freue mich sehr, hier gerade in der Steiermark eben dieses Jahr der Jugendarbeit zu eröffnen. Unter anderem auch die Steiermark, weil wir ja auch in der Vergangenheit sehr gut zusammengearbeitet haben, nicht nur was die Jugendarbeit betrifft, sondern auch den Aufbau der Kinderbetreuung. Wir haben uns gerade ausgetauscht über den erfreulichen Verlauf dieses Projekts und genauso zielorientiert wollen wir das Jahr der Jugendarbeit heute starten und beginnen. Und vielleicht ein paar Zahlen zum Thema Jugendarbeit, abgesehen jetzt davon, wie wertvoll Jugendarbeit, verbandliche Jugendarbeit und außerschulische Jugendarbeit für junge Menschen ist, als dritte Säule in der Entwicklung, im Heranwachsen zwischen Elternhaus, Schule, ist eben auch die Jugendarbeit ein ganz wesentlicher Bestandteil der Entwicklung, Prägung und Wissensvermittlung oder auch Integration oder auch Aktivität und fördert von den ganz besonders stark, und das ist mir ein besonderes Anliegen, das Thema Engagement und Eigenverantwortung. Weil ja gerade in der Jugendarbeit über die verschiedensten Bereiche, vom Sport, von der Kultur hin zum Basteln, zum Kreativarbeiten und auch zum politischen Arbeiten, so viel an die Eigenverantwortung appelliert wird, und das, glaube ich, ist ein Wert in Österreich, der einfach ganz, ganz wesentlich ist für berufliche und persönliche Gestaltung des eigenen Lebens. Und deswegen ist mir das so ein Anliegen. Ein paar Zahlen, und die sind schon erstaunlich, die wir nämlich im Vorfeld jetzt dieses Jahr der Jugendarbeit recherchiert haben, die uns zeigen, wie bedeutend eigentlich dieser Bereich ist. Und deswegen ja auch das Jahr der Jugendarbeit, weil die Jugendarbeit immer so durch viele Kleinprojekte gekennzeichnet ist, aber dass sie natürlich wunderbar ist, weil es sehr lokal ist, sehr individuell und ganz spezifisch auf Bedürfnisse eingeht, aber auf der anderen Seite einfach diese Vielfältigkeit dann in Summe gar nicht so präsent ist und so dargestellt wird.
Und deswegen ja auch das Jahr der Jugendarbeit, wo wir jetzt wirklich Monat für Monat Projekte vor den Vorhang holen wollen und immer wieder darauf hinweisen wollen, welchen Wert Jugendarbeit eigentlich beinhaltet. Und dazu eben ein paar Zahlen. Die verbandliche Jugendarbeit beinhaltet 1,6 Millionen Jugendliche, die sich daran beteiligen. 1,6 Millionen Menschen, die hier in der verbandlichen Jugendarbeit profitieren. Das ist doch eine enorme Zahl. Darüber hinaus 160.000 ehrenamtliche Menschen, die sich hier engagieren. 160.000 Ehrenamtliche, also nicht nur die quasi Nutznießer der Jugendarbeit, also die Jugendlichen selbst, sondern natürlich auch die Jugendlichen in der aktiven und eigenen Rolle sind hier mehr als bedeutend. Und wenn wir das hochrechnen, welcher Wert hier entsteht, sind das 109 Millionen Euro, die hier über ehrenamtliche Tätigkeit sind. Das ist ein gewaltiger Betrag und man sieht allein an den Beträgen, welche Bedeutung dieses Thema hat. Und in der offenen Jugendarbeit, wie gesagt, das ist das, was eben die kleinteilige und sehr projektorientierte und spezielle regionale Arbeit beinhaltet, sind es rund 140.000 Informations- und Beratungsfälle, die hier abgedeckt werden. Also es ist auch eine enorme Menge an Kontakten, die hier generiert wird. Also Jugendarbeit, ich bin vollends überzeugt und begeistert, dass wir hier sehr viel gute, sinnvolle Arbeit für unsere Jugend entwickelt haben und deswegen war ja eben diese Initiative so wertvoll, das Jahr der Jugendarbeit jetzt einmal auch zu präsentieren, mit einem eigenen Logo zu versehen. Sie haben das sicher in den Unterlagen, Jahr der Jugendarbeit mit diesem Logo und der eigenen Webseite, wo man sich ganz genau informieren kann, welche Aktivitäten jetzt wo geplant sind und dann hat man wirklich um einen umfassenden, schönen Überblick über alle Aktivitäten in diesem Jahr. Und das ist eigentlich der Auftakt hier zu vermitteln, dass Jugendarbeit einen enormen Wert und auch eine enorme Bedeutung in Österreich besitzt und eben über dieses Logo und diese Webseite auch die Breite und die Größe zu vermitteln und letztlich jeden Monat hier in einem Bundesland ein, zwei Projekte vor, das kann man eh nur wirklich beispielhaft zeigen, ein, zwei Projekte präsentieren und jeden Monat woanders zeigen, welchen Wert und welche Sinnhaftigkeit die Jugendarbeit besitzt. Also ich freue mich auf reges Mitmachen und viel Aktivität auf unserer Seite und bin sicher, dass wir den Wert der Jugendarbeit noch entsprechend steigern. Danke. Ich danke dir für diesen Überblick über die Bundesseite, über ganz Österreich und ich habe jetzt die Möglichkeit, ein Stück weit auf die Steiermark einzugehen, weil es zeichnet die Steiermark aus, dass wir diese Präsentation heute hier machen. Ja. Aber so vielfältig und intensiv, wie wir dieses Themenfeld bearbeitet haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten und wie wir es vorhaben auch tun zu machen, das ist für uns natürlich eine Riesenchance, das auch gemeinsam mit Ihnen in der Öffentlichkeit über das ganze Jahr auch darstellen zu können. Für die Steiermark, für mich, möchte ich heute drei Säulen skizzieren, auf denen die offene Jugendarbeit basiert. Es ist die offene Jugendarbeit mit 47 in der Steiermark, mit 47 Angebotsstandorten, das sind zum Beispiel Jugendzentren, Ihnen allen bekannt. Da haben wir sogar eine hohe Zahl an Hauptamtlichen aufzuweisen, nämlich 207 Personen, die wirklich jeden Tag sich um die Anliegen der Jugendlichen, die dort hinkommen, bemühen. Wir haben die verbandliche Jugendarbeit mit 20 Vereinen und Verbänden, die genau dieses ehrenamtliche Segment darstellen und abbilden, die enormes leisten, die wir auch immer wieder vor den Vorhang holen, beispielsweise wenn es um die Meilensteine geht, die wir jedes Jahr verleihen können. In diesem Bereich sind in der Steiermark 137.000 Mitglieder aktuell mit 15.300 ehrenamtlichen Funktionären und Funktionärinnen und relativ wenig Hauptamtlichen. Ja. Und es ist eine enorme Leistung, die hier erbracht wird. Und dafür möchte auch ich für die Steiermark Danke sagen. Und dann haben wir das Steirische Fachstellennetzwerk für Jugendpolitik und Jugendarbeit, insgesamt 20 und
auch in diesem Bereich, das darf ich wirklich mit großem Stolz sagen, haben wir eine Vorreiterrolle innerhalb der Bundesländer, weil wir mit diesen Fachstellen einfach eine Lobbyarbeit, eine Unterstützungsarbeit für junge Menschen machen können, die über die Massen eigentlich auch alle herkömmlichen und gut gewachsenen Systeme gut unterstützen können. Das Angebot ist ja nicht nur heuer in diesem besonderen Jahr sehr groß, sondern wie gesagt, die Steiermark zeichnet sich aus, da eine sehr gute Struktur aufweisen zu können. Und alle Beispiele, die wir jetzt nennen, sind natürlich auch nur eine Auswahl von dem, was über das ganze Jahr passiert. Aber ich möchte natürlich die Gelegenheit wahrnehmen, besonders auf Projekte jetzt zuzugreifen in der Darstellung, die uns miteinander verbinden. Ja? Wie auch wir in der offenen Jugendarbeit bei den Fachstellen und in den ehrenamtlichen Bereichen zwischen den Bundesländern und dem Bund sehr gut vernetzt sind, mit Einrichtungen, die uns da auch im Austausch gut verbinden können. Aber das, worauf ich jetzt Ihr Augenmerk auch lenken möchte und kann, ist der Bundesredewettbewerb, den wir vor den Vorhang holen. Der wird im Mai in Graz stattfinden. Das bedeutet, dass in allen Bundesländern Vorausscheidungen passieren und dass letztlich etwa 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen Bundesländern, auch mit Südtiroler Beteiligung, in Graz ihren Schlussbewerb haben und wir in der Steiermark die Bundessiegerinnen und Sieger küren werden und auch ein Teil davon ein Geschehen im Landtag haben wird. Das ist etwas, was uns schon sehr lange als Bundesländer verbindet, aber das ist ein wunderbarer Bewerb, den wir heuer präsentieren können. Etwas, worauf wir auch Wert gelegt haben schon in den letzten Jahren, ist, dass wir einen Bewerb durchführen, den nennen wir For All. Und das ist ein Redewettbewerb, wo Jugendliche mit Migrationshintergrund in ihrer Muttersprache, aber auch auf Deutsch, ihre Anliegen, ihre Sichtweisen, ihre Lebenssituation darlegen können. Und das ist etwas, worauf wir in der Steiermark seit einigen Jahren bereits Wert legen. Und dieser Bewerb wird auch heuer wieder durchgeführt. Dann haben wir auch einen Mehrsprachigkeitswettbewerb mit Switch 2016. Der wird auch bereits im März stattfinden. Und da geht es darum, dass junge Menschen im Fremdsprachenbereich einfach im Rahmen dieses Bewerbes in verschiedene Fremdsprachen switchen können. Ja? Vom Englischen über Spanisch, Russisch, Griechisch und sogar in die lateinische Sprache, um sich da auch sozusagen messen zu können und um die Kundigkeit in diesen Bereichen auch wahrnehmen zu können. Etwas, was wirklich standalone Merkmal für die Steiermark ist, und das möchte ich jetzt auch noch einmal hinweisen, das ist die Schulsozialarbeit, weil es den schulischen und den außerschulischen Bereich wirklich gut verbindet. Wie Sie wissen, haben wir seit Beginn des Schuljahres 2015-16 flächendeckend in der Steiermark die Schulsozialarbeit. Es sind 60 Menschen, Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter, die an 100 NMS-Standorten ihrer Tätigkeit nachgehen. Das sind 60.000 Stunden, die wir in der Steiermark zur Verfügung stellen, die es vorher nicht gegeben hat. Und diese Schulsozialarbeit ist eine Schnittstelle zwischen der Schule, den Eltern, den Behörden und ermöglicht es einerseits, Schule auch Schule sein zu lassen, wenn es darum geht, Wissen zu vermitteln, aber andererseits auch dort, wo es Konflikte gibt, wo es Probleme gibt, die auch einer Lösung und Unterstützung außerhalb der Schule bedürfen, um diese Menschen zu haben, die sich dann wirklich einbringen, letztlich für alle Jugendlichen, für alle Kinder und für die Eltern ein wichtiges Unterstützungsmerkmal darstellen. Und wir lassen das auch gleichzeitig evaluieren. Ja, das ist eine Finanzierung, die das Land Steiermark mit den Sozialhilfeverbänden, also mit den Gemeinden vorgenommen hat. Und wir nehmen da für insgesamt 3 Jahre 7 Millionen Euro in die Hand, um das möglich zu machen. Und es ist, wir wissen es schon aus den jetzigen Rückmeldungen, das ist ein unglaubliches Potenzial, das wir damit ausschöpfen können. Zum Schluss komme ich auch noch zum Bereich der
Kultur, weil sie ja auch eine wesentliche Rolle spielt für Kinder und Jugendliche. Wir holen vor den Vorhang, jetzt wortwörtlich, wenn es ums Theater geht, das Theaterfestival Spleen Graz, das im Februar, also in Kürze, in Graz an mehreren Orten stattfinden wird. Die Plakate hängen ja schon überall. Und bei diesem Festival wird hochqualifizierte, vielfältige und außergewöhnliche Kunst und Kultur an Kinder, Jugendliche und natürlich auch an Erwachsene vermittelt. Und es ist ein Festival, das auch schon Tradition hat, das aber wirklich sehr gut hineinpasst in diesen Jahreslauf. Und wie gesagt, alles, was wir hier aufzählen, ist taxativ und kann bei weitem nicht das darstellen, was wir an Vielfalt darlegen können. Aber ich möchte einen Bereich, wenn es um Beteiligung von jungen Menschen geht, auf meine folgende Rednerin übergeben, Frau Magister Köck, die ist Geschäftsführerin der Fachstelle Beteiligung ST. Und in dem Bereich können wir heute Ihnen auch noch etwas präsentieren, was unglaublich gut dazu passt und auch eine wirklich überragende Wichtigkeit in der Steiermark, wenn es um Politik und Mittun-Verständnis geht. Bitte. Ja, vielen Dank. Also ich verbinde somit diesen großen Bereich Beteiligung, Engagement, also auch Lebensqualität und Miteinander. Als Fachstelle für Kinder-, Jugend- und Bürgerinnenbeteiligung haben wir in guter Kooperation seit vielen Jahren mit dem Land Steiermark eben das Ziel, junge Menschen zu Beteiligten zu machen. Das heißt, dass das politische Handeln sehr wohl etwas sehr Wichtiges, Essentielles ist. Ein gutes Beispiel, ich würde sogar sagen ein sehr gutes Beispiel, ist Mitmischen im Landhaus, das mittlerweile im 7. Jahr ist. Das ist ein Werkstattformat, wo politische Bildung passiert. Das bildet das Land Steiermark gemeinsam mit dem Landtag Steiermark bzw. mit dem Präsidium an, wo eben Schulklassen ins Landhaus kommen können und zu den Schwerpunkten Medienpartizipation und Politik Werkstätten besuchen können, um ein Stück weit also das politische Handeln greifbarer zu machen und in einer Werkstatt sicher auch so das Herzstück des ganzen Formats ist die Diskussion mit Abgeordneten von allen Fraktionen. Wir wissen eben aufgrund auch von bzw. Rückmeldungen von Jugendlichen, dass das doch immer wieder ein sehr erstaunliches Erlebnis ist, oftmals der erste Kontakt ist und natürlich ein Stück weit animiert, sich weiterhin informiert zu halten bzw. Interesse an Politik zu zeigen. Es ist so gut, dass es auch in den Kommunen weitergeführt wurde, das heißt Mitmischen in Graz sowie auch Mitmischen in Trofeiert haben stattgefunden und sind bereits wieder in Planung. Es geht tatsächlich darum, dass junge Menschen eingebunden werden und ihnen auf Augenhöhe begegnet wird und die Wertschätzung und eben auch ihre Anliegen wirklich gehört werden. Das lässt sich unter anderem auch bei den Beteiligungsprojekten in den Gemeinden ganz gut verwirklichen, wo wir eben auch tätig sind. Das heißt, wir haben ein sehr breites Feld, wobei man sich auch vorstellen muss, das ist nie isoliert. Das heißt, wir sind immer in Vernetzung und in Kooperation mit Partnern und Partnerinnen, wie der offenen Jugendarbeit, ja, den Jugendeinrichtungen und der verbandlichen Jugendarbeit. Und dort geht es darum, dass wirklich Jugendliche in ihren Heimatgemeinden oder Regionen zu Wort kommen, um auch unter anderem über Lebensqualität nachzudenken und gemeinsam Ideen zu generieren, um dann eben mit dem Gemeinderat, mit Bürgermeister, Bürgermeisterin zu Lösungen zu kommen und einen Maßnahmenplan zu machen. Das funktioniert sehr gut. Wir haben auch einen guten Zeitpunkt. Zum einen, Beteiligung steht sehr stark im Vordergrund und ist im Bewusstsein. Zum anderen, wie Sie wissen, haben wir erst seit kurzem neue Gemeinderäte, das heißt, da ist frischer Wind da, die Leute wollen etwas tun und bewegen und wir haben immerhin noch 4 Jahre Zeit, beziehungsweise die Gemeinden können wirklich einen mittelfristigen Plan aufstellen. Sehe ich als sehr ideal. Was noch dazu zu sagen ist, weil uns natürlich auch so die Komponente von Bund und auch EU wichtig ist, insofern inwieweit haben diese Ideen und Themen auch Eingang in andere Gremien bzw.
Manchmal ist es ja auch nicht landespolitische Sache, was da besprochen und diskutiert wird. Und der strukturierte Dialog ist da für uns auch ganz wichtig, den wir unter anderem auch mit dem Format Jugendlandtag, der heuer im Herbst stattfinden wird, wieder gut anbieten können, nämlich insofern, dass Jugendliche aus allen Regionen eingeladen werden, ihre Themen zuerst zu diskutieren, uns die Konsensfindung da ganz wesentlich erscheint und dann den Abgeordneten, und so ist es in der Vergangenheit auch passiert, dann sich verpflichten, diese Themen weiterzutragen und als Anträge im Landtag zu formulieren und dann zur Umsetzung zu bringen. Das sind so die wesentlichen Bereiche, also wir haben auch ein bisschen eine Solidärstellung in der Steiermark, muss man sagen, weil wir so ein breites Spektrum haben. Wir freuen uns sehr, davon vom Land Steiermark sehr vielseitig unterstützt zu werden und im guten Austausch zu stehen. Und die Frau Ministerin hat es schon gesagt, also die Selbsttätigkeit, Empowerment und das Engagement von jungen Leuten mit ihrer eigenen Kreativität sind für uns zentral und spiegeln sich. Also nicht nur bei uns in unserer Fachstelle, sondern das traue ich mich eben für alle anderen Kolleginnen und Kollegen zu sagen, war ganz stark im Mittelpunkt und zeichnen unsere Arbeit aus. Ja, das waren sozusagen die Inputs, die wir geben wollten und vor allem auch in diesem Jahr Wertschätzung, Unterstützung ja, und Engagement zuzulassen ja, und die Jugendarbeit vor den Vorhang zu holen. Ich darf Sie um Fragen bitten. Wir können die Zeit miteinander noch gut nutzen, die steht zur Verfügung. Danke. Gibt es konkrete, die genannten Projekte waren alles Projekte, die es schon länger gibt, also die nicht durch dieses Jahr entstanden sind, gibt es zusätzlich neue Projekte, gibt es auch Budget dafür, für neue Projekte, die zusätzlich geschaffen werden, oder ist das nur ein öffentlich machen, sozusagen, dieser Bemühungen. Selbstverständlich gibt es jedes Jahr neue Projekte in der Jugendarbeit. Das ist ja, also abgesehen jetzt von der Verbandlichen in der Außerschulischen gibt es immer wieder neue Projektideen, die eingereicht werden, die vom Bund gefördert werden. Ich nehme an, sie sind in den Ländern ähnlich. Also hier gibt es vor allem auch einen Schwerpunkt auf Integration dieses Jahr. Und wir sind jetzt gerade dabei, die verschiedensten Einreichungen zu evaluieren und dann entsprechend umzusetzen. Ich könnte ergänzen, also es gibt Formate, wobei die sind aufgebaut, also Mitmischen ist zum Beispiel erhöht worden an Terminen. Also da gibt es dann schon auch insofern eine Verbindung auch zu so Schwerpunkten. Und also auch wenn einiges gute Tradition hat, ja, man muss ja sagen, dass man auch einen Bewerb jetzt alle 5 oder 7 Jahre stattfindet, ja, in einem Bundesland, trotzdem die Fragen der Finanzierung stellen sich immer, ja, und einen Bewerb, der diese Dinge eben sichtbar macht, ja, Kompetenzen, Fähigkeiten, Engagement, ja, diese auch wiederum finanziell auszustatten, das ist natürlich ein politisches Zeichen, ja. Und man muss es nicht immer neu erfinden oder etwas neu erfinden, sondern man kann das, was auch gut ist, ja, immer wieder hervorheben, ja, indem es einfach eine Beständigkeit hat und wieder eine Präsenz. Gibt es eine Zahl, inwieweit sich das Budget für Jugendarbeit auf Land hat? Wir haben es geringfügig erhöht, ja, also, aber sozusagen wir bleiben in dem Bereich, den wir immer hatten. Ja. Und auch angesichts anderer Maßnahmen ist es ein. Gestern hat es einen Beitrag in der Kleinen Zeitung eben zum Thema Respekt, vor allem politischen Respekt. Und jetzt ist meine Frage, weil die Kollegen das sehr gut ausgearbeitet haben. Inwiefern soll das sozusagen in dieser Arbeit zu tragen kommen? Man hat in letzter Zeit sehr oft einmal Demonstrationen gehabt, wo auch eben Jugendliche dabei waren, sowohl in links- als auch rechtsextremen Lager. Wird es da eigene Förderungen geben, um auch eine Prävention zu machen, um auch deeskalieren zu wirken und ein bisschen mehr Grau wieder einzubringen? Also ich kann da nur berichten, dass die Beratungsstelle Extremismus ja weiterläuft und
Wir arbeiten auch gerade einen eventuell verstärkten Maßnahmenplan aus und da ist jetzt ja genau nicht nur eine Hotline, wie manchmal kolportiert wird, also da geht es nicht nur darum, dass uns so viele Menschen anrufen, wenn es konkrete Vorfälle oder besorgniserregende Umstände gibt, sondern sehr stark auch Prävention. Also da gehen ja unsere Experten konkret in die Jugendzentren und in die offene Jugendarbeit und Schulen, Jugendarbeiter beziehungsweise natürlich auch die Jugendlichen selbst. Also das passiert vom Bund über diese Beratungsstelle Extremismus. Und in der Steiermark lebt ja auch eine Fachstelle weiter, ja, die sich seit Jahren um dieses Thema kümmert, ja, und sozusagen diese Strömungen, die jeweils an Jugendlichen sichtbar werden, so über die Jahre hinweg sind sie immer andere sozusagen Erscheinungen, ja, auch die wir wieder sozusagen ihren Beitrag leisten können. Danke. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann glaube ich, stürmen manche jetzt so sozusagen trotzdem auf unseren Gast zu. Ja. Jedenfalls, ich bedanke mich für das Interesse und freue mich auf ein anderes Mal. Danke dir fürs Kommen und danke auch an die Fachstelle.